Hallo Leute, Darts 1005 hier mit Let's Play Penumbra, Black Plague oder die Schwarze Pest. Das letzte Mal sind wir vor irgendwelchen Monstern geflohen und sind jetzt hier im Maschinenraum. Wir gucken mal in den PC. Steam Pressure Statistics. Okay. Ventil-ID, Temperatur, Auto, manueller Modus. Manueller Modus bei Überbrückung der Ventile fehlgeschlagen. Okay. Okay, aber das eine funktioniert. Ventil auf. Ventil zu. Ventil auf. Das müsste jetzt vorne das Ventil sein, um das Gas abzustellen. Schließen. Okay. Schauen wir, ob mir das was gebracht hat oder nicht so. Gucken wir doch mal. Kann ich hier? Nee. Okay. Was haben wir hier? Alter und Beanspruchung haben die Halterungen der Tür geschwächt. Es funktioniert nicht korrekt. Aha. Kann ich das Ganze darüber schieben? Oh, what the fuck? Ach du Kacke. Jetzt ist sie fest verschlossen. Wie kann das sein? Ach du Kacke. Meine eigene Handfläche ist nutzlos. Keine sichtbaren Traumaspuren, aber tot ist er sicherlich. Okay. Erst fährt die Tür fast von alleine raus und jetzt ist sie verschlossen. Wie kann das sein? Alter Falter. What the fuck is going on? Alter Falter! Die Leiche ist weg. Let me guess. That was an important corpse. Na schon. Oh, what the fu... Ach du Kacke. Monster of Doom. Moment, Moment, Moment. Und zwar gibt es jetzt hier einen elektrischen Schlag. Wenn der Wurm hier rauskommt, kann ich ihn damit töten. Ja. Nein! Ah! Jawohl! Wunderbar, 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 wunderbar. It's not too late to just slam your head against the wall until you pass out. Ja, genau, Clarence, genau. Wir können hier rein, aber wir kommen hier nicht weiter. The one thing that keeps me going is that when I finally work out how to end all this, you're coming with me. Oh. Ja, der Wurm kommt immer dort raus aus der Wand, wo man sich hinstellt. Das heißt, entweder hier oder hier oder hier oder auch von der Decke. Nur hier bringt's was, weil hier können wir dann ihn brutzeln. Und wir wollen nämlich eigentlich die Hand haben. So, meine eigene Hand ist nutzlos, aber nicht die Hand. Denn damit komme ich jetzt raus. Sehr gut. So, und die Hand ist auch wichtig, um in die Bibliothek zu kommen. Dann würde ich sagen, haben wir hier eigentlich alles erledigt. Das Ventil haben wir aufgedreht. Das heißt eigentlich, jawohl, das ist jetzt hier grün. Das heißt, wir können das ganze Ding auf manuell, haben es auf manuell gestellt und jetzt können wir hier zudrehen. Und jetzt ist hier das Gasleck dann normalerweise beseitigt. Und wir kommen raus. Sehr gut. Okay. Das heißt, im Prinzip, wir haben auch hier jetzt kein Gas mehr. So. You're running around genau. With a human body part in your backpack and I'm supposed to be the bad guy? Okay. So, wir müssen aber trotzdem wieder aufpassen, denn da draußen treiben sich ja immer noch die Kreaturen rum, ne? Wie wir wissen. Ach du Kacke, was ist jetzt hier? Oh, who's your poor monkey friend? Der ist tot. Is he all right? He looks a little under the weather. Mhm, Sherving. If I were you, I'd envy him. If I were me, I'd envy him as well. How do you commit suicide when you got no heart to stop, no hands to wield the chainsaw? Wir müssen aber zur Computer Central. Das heißt, wir müssen hier entlang und ich hoffe nicht, dass hier irgendwo unser Freund ist. Sonst kriege ich hier schon wieder einen harten. Ach du Kacke, ach du Kacke.
Ist er irgendwo? Computer Central. Okay. Meine Phrasen. Boah. Ich möchte dieses Vieh nämlich eigentlich nicht treffen. Wirklich, boah. Nicht unbedingt. Okay. Wir haben die Säge. Und dann wollen wir ihm die doch mal geben. So. Good. It has been precisely 12 days, 11 hours, 39 minutes, and 12.4 seconds since something good last happened. What the fuck is... Ich geh schon mal weiter weg. Genau deswegen. Ach du Kacke. Wenn man weiß, wie das funktioniert, ist es nicht schwer. Wir müssen den nämlich hier in diesem Raum einsperren, weil hier ist weiter nichts. Ja, wenn man es nicht weiß, dann sucht man sich da einen Wolf und dreht fast durch. Ne? Ja, schaut ihn euch an. Schön infiziert der Gute. Das war's, mein Bester. Du kommst da nicht mehr raus. Congratulations. Honestly, I mean it. Well done. I was only joking about the come get 'em thing. What say we celebrate with some nice relaxing cyanide, huh? I'm sure I saw some anthrax light around the room. Nom. Ne? Heieiei, so, wir nehmen die Säge mal wieder mit. Aha. Blaue Leiterplatte. Hier liegen also die Leiterplatten rum. Aha, da ist die grüne. Da ist nix. Okay, da ist die rote. So. Batteries. Nichts. Oh mein Gott, überall diese Viecher, wie ich sie hasse. Und da denkt man, es kann einem nichts Schlimmes passieren und dann... kommen da diese Monster. Ja, ne? So. Perempelem. Na dann. So, der PC ist hier auch noch. Bootet nicht und der Bildschirm zeigt eine Fehlermeldung an. Es muss einen Weg geben, das Terminal zu reparieren. Tja. Bestimmt gibt es den. Na gut, wir müssen auf jeden Fall irgendwie den Server, so wie das aussieht, da wieder in Gang bringen. Ja, müssen aber irgendwie dazu die Leiterplatten programmieren, so wie das aussieht. Weil ich kann die jetzt hier so nicht einfach reinstecken, oder? Ich glaube, die Leiterplatte muss modifiziert werden, ja. Und, Moment mal. Nee. Es muss jetzt hier irgendwo, müsste es noch ein Handbuch geben, wo genau beschrieben ist, wie wir die programmieren müssen. Allerdings, entweder habe ich das übersehen oder ich weiß es nicht so genau. Das sollte eigentlich noch irgendwo hier sein. Naja, also hier ist es nicht. Das ist es auch nicht. Okay. Gut. Ist die Frage... Achso, ne, hier habe ich ja auch schon überall reingeschaut. Okay. Handbuch, wo bist du? Hallo. Nein. Hä? Wo ist das Handbuch? Verrostete Metallspinde, ist schon klar. Alles kein Thema. Param. Ach, das gibt's doch nicht. Irgendwo war hier dieses blöde Handbuch. Nee. Ist alles soweit klar. Oder kann ich die jetzt einfach so da reinschieben? Sollte schon gehen, aber... Blaue Leiterplatte. War reingesteckt. Ja, und jetzt muss ich da die entsprechenden Programme drauf schreiben. Ja, um das Terminal benutzen soll. Hier muss noch irgendwo ein Handbuch rumliegen.
Super. Ganz toll. Ach, das ist das, Mensch, das Computerhandbuch. Also, lesen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal hin zum Terminal. Meine Phrasen. So, also. Die blaue Leiterplatte. Ich höre Geräusche. Blau ist auf jeden Fall Network. Okay. Also. Schauen wir mal. Computerhandbuch. Serverinstallation, Schnellstartanleitung. Der häufigste Grund für Frust während der Installation ist der falsche Einsatz. Falsch formatierter Leiterplatten. Bitte prüfen Sie vor dem Fortfahren mit Standardprogrammen, ob Boot-Netzwerk und Interface-Karten korrekt funktionieren. Erforderliche Leiterplatten, Programmanzahl in Klammern. Boot 3 ordnet grundlegende Konfigurationsdaten für Disk-Laufwerk und andere Hardware zu. Netzwerk 5 verwendet hochentwickelte Kommunikationstreiber für Zugriffskontrolle auf lokale Intranets oder Hub-Netzwerke, verfügt über neueste Sicherheitsprotokolle. Interface 4 beinhaltet alle für Server- und Dateizugriff erforderlichen Programme, einschließlich hochstufigem direkten Hardwarezugriff. Leiterplattenkompatible Programme, Circuit Setup zum Aufruf sämtlicher Programme. Erforderliches Programm, okay. Disk-Info-Setup ordnet Disk-Laufwerk-Konfigurationsdaten zu. Hardware-Locator ordnet Hardware-Konfigurationsdaten zu. Socket-Protokoll installiert Kommunikationstreiber. Firewall bietet Schutz vor unbefugtem Zugriff. Antivirus bietet Schutz vor bösartigen Programmen. CMD-Interface installiert Interface für Serverzugriff. Netlocator installiert erforderliche Routinen für Intranet-Zugriff. FileStream installiert Treiber für Dateizugriff. Admin-Tools installiert für Hardware-Zugriff erforderliche Tools. Auf allgemeinen Wunsch hin erfordert der Server für uneingeschränkte Funktionalität nicht länger die neueste Windows-Version. Windows 95, ja? So, Boot-Netzwerk. Also, blau ist die Netzwerk, verwendet hochentwickelte Kommunikationstreiber zur Zugriffskontrolle auf lokale Intranets oder Hub-Netzwerke, verfügt über neueste Sicherheitsprotokolle. Okay. Also, Kommunikationstreiber, Sicherheitsprotokolle, 5 Stück müssten es sein. Also, Circuit Setup braucht man immer, um auf alles zuzugreifen. Dann haben wir gesagt, ja, müsste es eigentlich sein, Firewall und Antivirus, der Netlocator, Admin Tools, kompilieren, nein, geht nicht, Admin Tools raus, Socket Protokoll mit rein, jawohl, okay, macht sogar Sinn einigermaßen zumindest, nein, keine Gasmaske. Okay, blaue Leiterplatte raus und into the server rein. 1 von 3 completely. Machen wir weiter mit der roten, und zwar das ist die Bootplatte. So. Human life is so banal. Is it always as monotone as this? I can't stand it. Let me out. Hardware, grundlegende Hardware-Geschichten werden hier zugeordnet, hat es geheißen. Das war relativ einfach, weil es ja auch nur 3 Stück sind. Das ist kein Problem. So, und zum Schluss haben wir dann die Interface-Karte. Schauen wir mal. Also, Interface-Karte. So. Beinhaltet alle für Server- und Dateizugriff erforderlichen Programme, einschließlich Hochstufen direkten Hardware-Zugriff. Okay, also Circuit Setup, Hardware-Zugriff. Moment, da muss ich nochmal kurz in mein Notizbuch nochmal gucken. Beinhaltet alle für Server- und Dateizugriff erforderlichen Programme, einschließlich Hochstufen direkten Hardware-Zugriff. Also, Circuit Setup brauchen wir auf jeden Fall schon mal. Dann brauchen wir wir brauchen CMD-Interface. Wir brauchen FileStreamer und Admin-Tools. Okay. CMD-Interface, FileStreamer und Admin-Tools. Jawohl. Ist gar nicht so schwer. So! Dann kommst du her zu mir und schiebe ich dich da rein. Zack. So, sieht fast so aus, als wenn der Server gebootet hätte. Nehme ich jetzt an, denn wir haben hier wieder Licht.
Das ist schon mal überhaupt nicht schlecht. Und wir hören da hinten unseren Kumpel. Kann ich da eigentlich... Ach du Kacke. You know, I think he's calmed down now. Perhaps all he wants is a hug. Why not let him out? Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, Clarence. wir können es aber trotzdem mal probieren, wenn ich vorher aber bitte einen Speicherpunkt habe. ne? So. Ja, jedes Mal und so weiter, bla bla bla. Ich probiere das schon mal, Clarence. Vielleicht lässt er uns aber gar nicht. Ach du Scheiße, jetzt habe ich ganz schön gerade gezittert und Dings, ne? Nee, das Ding werde ich da nicht wieder rauslassen. Okay. Ich dachte mir es fast, dass Philipp uns das nicht machen lässt. Okay. So, momentaner Betrieb. Wave Water Cave Pick. Aha, kennen wir aus Penumbra 1. Tomb Pick. Okay. Tomb TXT. Primärausgrabung Turnguide Grab. Projektdauer 3. März 2000 bis jetzt soll das wahrscheinlich heißen. Chefaufseher Wilbur Frisk. Aktueller Status Xenoforschung. Hintergrund: Die primäre Ausgrabungsstätte ist das zentrale Ziel des Archaikums im Grönland Shelter. Die Stätte liegt unterhalb der Shelter-Einrichtung und wird, Stand 2000, bereits seit fast 25 Jahren untersucht. Am 3. März 2000 wurde ein Grab entdeckt. Aktueller Zweck: Verständnis des Grabes und seines Inhalts. Funde: Die Hauptarbeit liegt im Verantwortungsbereich des Sprachteams unter der Leitung des Chefübersetzers Howard LaFresque. Seine bisherigen Entdeckungen lauten wie folgt: Das Grab war der Aufenthaltsort eines uralten Organismus. Das Organismus steht eventuell unter Quarantäne. Der Begriff Turnguide wurde von einer Inuit-Legende über böse Geister abgeleitet. LaFresque empfiehlt die sofortige Einstellung der Ausgrabung in der primären Ausgrabungsstätte. Ausgaben, Mann, Wochen ungefähr 27.396, Material ungefähr 53 Millionen Dollar. Geplante Arbeitsschritte: Stand 27. April 2000, Grabuntersuchung 1. Mai 2000. Ein Team wird das Grab für die Entnahme von Standardproben öffnen. Howard LaFresque hat dagegen Protest eingelegt. Der Protest wurde von Wilbur Frisk überstimmt und die Graböffnung für den 1. Mai geplant. Endstatus offen. Greenland, Watercave TXT. Sekundäre Ausgrabungsstätte B, Wasserhöhle. Projektdauer 5. Dezember 1990 bis 20. Februar 1992. Unterzeichnender der höheren Kaste, Elof Carpenter. Mit dem hatten wir auch schon was zu tun, beziehungsweise mit seiner Kassette. Das war der Typ. Betreff Ausgrabung: Zweck, Auffinden und Bergung von Beweisen für Xeno-Aktivität sowie Xeno-Artefakten im Zusammenhang mit den Arbeiten in der primären Ausgrabungsstätte. Personal, höhere Kaste. Projekt wird für höhere Präsenz als zu unwichtig eingestuft. Also null, keine praktisch. Leitender Chefchemiker Troy Retonsque, am 12. September 1991 durch Neil Oswald ersetzt. Der ist gestorben, wie wir wissen. Gut. Unentschuldbares Benehmen. Funde: 8. Dezember 1991, Substanz 63, als bei der Herstellung der Persona Taros Artefakte verwendetes Hauptmaterial bestätigt. Erste neue, nicht auf der aperiodischen Tabelle enthaltene Substanz, die in den letzten 18 Monaten vom Archaikum entdeckt wurde. 6. Januar 1992, Artefakt 66b. Entdeckung eines weiteren Artefakts. Katalogisierung der Effekte. Forschungsteams suchen weiterhin nach dem Zweck dieses Mechanismen. Sämtliche Symptome von Forschungsteams, die Kontakt mit den Artefakten hatten, stimmen mit unseren anfänglichen Hypothesen über ihre Natur überein. Ausgaben: Mannwochen 519, Material 12.192 Dollar, medizinische Kosten 39.000 Dollar, Verluste, Arbeitsunfälle 3, unterhalb der akzeptablen Archaikum-Grenze, Erschöpfung 13, Todesfälle 2. Zusätzliche Anmerkungen: Bericht aufgrund der möglichen Existenz eines Saboteurs aufgestellt. Mehrere Verluste und Diebstahl im Mechanikbereich, besonders die Funkausrüstung betreffend. Theorie: Dehydrierung als Form von Erschöpfung führt zu Fehlverhalten. Aufgedeckt. Theorie: Vermisster Minenarbeiter Tom Redwood hält sich immer noch unterhalb der Abbaueinrichtung auf. Offen. Ja, jetzt ist er auch tot, der Red. Endstatus geschlossen. Die aggressive Tierwelt hat den Unterhalt der Ausgrabungsstätte unwirtschaftlich gemacht. As constantly entertaining as it might seem to have access to memories one has no recollection of receiving, it also places me in somewhat of a predicament.
This saboteur, for some reason, he conjures in my mind the color red. Shelter-Forschungsstation Grönland, Projektdauer 1. April 1973 bis jetzt. Bericht verfasst vom Gründungsaufseher Brent Stephenson, Bericht aktualisiert vom Chefaufseher Wilbur Frisk. Betreff Ausgrabungen und Forschungseinrichtung. Hintergrund: Am 19. Januar 1973 erfährt die Zentralkasse des Archaikums von einem großen Arbeitsunfall in einem entlegenen Minenkomplex. Im nordwestlichen Grönland. Der Unfall stimmt mit lokalen Berichten überein, die sich über den Verlauf mehrerer Jahrzehnte erstreckten und abnormales Benehmen und Wachstum der Tiere, hohe Selbstmordraten und ungewöhnliche Ereignisse innerhalb der Mine zum Inhalt haben. Diese Berichten fokussieren sich auf den genauen Ort des Mineneinsturzes, angeblich von einem verrückten Minenarbeiter verursacht. Xenoaktivität wird vermutet und eine umfassende Untersuchung angeordnet. Zweck: Auffinden und Bergung von Beweisen für Xenoaktivität sowie Xeno-Artefakten. Startpersonal: Höhere Kaste 7, Leitungspersonal 5, Niedere Kaste 51, Temporär 25, Gesamtbevölkerung 88. Betrieb: 2 Jahre nach seinem Bau in der ist der Shelter nun praktisch autark, wodurch viele Geheimhaltungsbedenken des Archaikums ausgeräumt wurden, vor allem aufgrund des stark erhöhten Bedarfs an Seefracht während der Bauphase. Der Shelter wird von einer Rumpfbesatzung bestehend aus Forschungspersonal mit Unterstützung eines kleinen Instandhaltungstrupps und allgemeinen Warnungspersonal betrieben. Aufgrund des potenziellen Werts etwaiger Entdeckungen ist ein angemessener Präsenzteil der höheren Kaste zugesichert. Hilfsarbeiten und Ressourcenmanagement werden an diskrete lokale Dorfbewohner vergeben. Pläne des Archaikums zur Übernahme von mehr als nur einem Bruchteil des Altminenkomplexes wurden verworfen. Die Arbeiten an der Ausgrabungsstätte direkt unter der Einrichtung innerhalb einer Meile von Explosionsort von 1973 haben begonnen. Sicherheitsstufe: höchste Priorität. Den Standardprozeduren entsprechend wurden sämtliche die Einrichtung betreffende Dokumente nach Bauabschluss vernichtet. Alle Personen, die von der Existenz der Einrichtung wissen, arbeiten entweder in ihr oder sind unbedenklich. Die Einrichtung kann sich bei minimalem Kontakt mit örtlichen Siedlungen selbst unterhalten. Die Einrichtung existiert sozusagen gar nicht. Dies sorgt für die vernachlässigbare praktische Ärgernisse. Ah ja. Funde: Substanzen 53, 63 und 70 bis 73. Persona Tardus Artefakte 27 werden mittlerweile in Zusammenhang mit dem kürzlich entdeckten Grab gesehen. Finis Specialis Artefakte 10 für Archaik von geringem Wert. Erfreuen aus einem irgendeinen Grund bei der niederen Kaste einen großen Sammlerwert. Tungeldgrab. Ausgaben geheim. Finaler Status operativ. Okay. Internationale Arbeit. Konnte nicht aufgerufen werden. Doorlock Controller Tür ID. Moment. Da fällt mir was ein. Wir haben doch die ID von der Gebäude. Ja, aber wir hatten doch irgendwo die ID aufgeschrieben von dem von irgendeiner Tür eigentlich, war das doch. Eigentlich? Oder war das doch nicht? Ah. Also eigentlich bin ich mir fast sicher, dass wir uns die ID irgendwo notiert hatten. Gut, dann müssen wir mal gucken. Da gab es doch eine Tür mit einer ID, die können wir dann wahrscheinlich von hier aus aufsperren. Allerdings bin ich da zu 105. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Penumbra Black Plague. Bis denn und ciao, ciao.